Ich bin Wissenschaftsjournalistin. Im Internet finde ich immer häufiger Geschichten wie die von Natalie, Rick und Renate. Menschen, die ihre Krebserkrankung mit Cannabis bekämpfen. Und Cannabis ist der wissenschaftliche Name der Hanfpflanze, deren Gebrauch als Rauschmittel in den meisten Ländern verboten ist. Todkranke Krebspatienten schreckt das nicht ab. Ein 80-Jähriger erklärt, er habe seinen Lungenkrebs und Hirntumor mit Cannabis besiegt. Und eine 17-Jährige mit Hirntumor bezeugt: Ich nahm täglich 3 Milliliter Cannabisöl. Am 15. Januar 2013 sagte mir mein Arzt, dass ich krebsfrei sei. Am meisten sticht mir ein Mann ins Auge, der aussieht wie Indiana Jones. Auch er behauptet, dass Cannabis seinen Krebs geheilt und er selbst Tausende erfolgreich mit Cannabis behandelt hat. Ein Pionier oder Scharlatan? Das will ich herausfinden. Telefonisch erreiche ich ihn nicht. Stattdessen eine E-Mail. Kommen Sie nach Kroatien, dann erfahren Sie mehr. Ich fliege nach Zagreb, ohne zu wissen, was mich erwartet. Rick Simpson stammt eigentlich aus Kanada. Dort stand er mehrfach wegen illegalen Rauschgiftbesitzes vor Gericht. So viel weiß ich aus dem Internet. Über seinen Aufenthaltsort gibt es nur Spekulationen. Dann bekomme ich eine SMS. Wir verabreden uns 2 Stunden später in der Innenstadt. An der Kathedrale von Zagreb treffe ich schließlich Rick Simpson. Er will mit mir reden, aber nicht hier. Rick Simpson versteckt sich vor seinen Fans und hoffnungsvollen Patienten. Und vielleicht auch vor der Polizei. Kroatien ist seine selbstgewählte neue Heimat. 4-mal hat die kanadische Polizei mein Haus durchsucht. Dabei hatte ich der Polizei selbst gesagt, dass ich im Garten Cannabis anbaue und die Extrakte an schwerstkranke Menschen weitergebe, mit Krebs im Endstadium. Irgendwann bin ich in Europa geblieben und ziehe seitdem von Land zu Land und predige die Wahrheit. Rick Simpson zeigt mir ein paar Fotos. Jahrelang stellt er im Garten Cannabisöl her und nimmt es ein wegen Tinnitus und Arthrose. Dann bekommt er Hautkrebs. Auch den behandelt er mit dem Öl. 4 Tage später zog ich vor dem Spiegel das Pflaster ab und erinnere mich noch, dass darunter völlig verheilte, gesunde Haut zum Vorschein kam. Und dann habe ich es allen erzählt. Ich sagte, ich habe den starken Verdacht, dass dieses Öl meinen Krebs geheilt hat. Alle haben mich ausgelacht. Na klar, Rick, Cannabis heilt Krebs. Du bist verrückt. Rick Simpson beginnt, immer größere Mengen Öl herzustellen und verschenkt es an jeden, der es haben will. Das spricht sich in ganz Kanada herum. Und dann kamen Leute mit Metastasen, Krebs im Endstadium. Und es war der totale Wahnsinn. Nach 3 Monaten hatten sie keinen Krebs mehr. Können wir das Öl mal sehen? Oh ja, ich hab's oft dabei. Das ist die gefürchtete Substanz, die alle Menschen heilt. Unterwegs verdampft Rick Simpson das Öl in einer E-Zigarette. Darin befindet sich 0,5 Gramm. Das ist die Dosis, die er für den täglichen Gebrauch empfiehlt. Ein Fan hat den Cannabis-Aktivisten erkannt und bittet um ein Foto. Das passiert ständig. Das Internet hat Rick Simpson berühmt gemacht. Und ein wenig arrogant. Unser Gespräch ist zu Ende, bevor ich nachhaken kann. Die Herstellung und der Erwerb von Rick Simpsons Cannabisöl führt viele Krebspatienten geradewegs in die Illegalität. Doch das Problematischste ist seine Empfehlung, komplett auf die Schulmedizin zu verzichten. Wie kommt ein Laie auf die Idee, todkranken Menschen so etwas zu raten? Ich bitte Rick Simpson um ein weiteres Treffen. Mit seinen anekdotischen Heilsgeschichten allein kann ich nichts anfangen. Ich brauche Antworten auf dringende Fragen. Wie viele Krebspatienten haben durch das Öl überlebt?
Nun, wir hatten schon eine sehr große Erfolgsquote, besonders bei den Patienten, die noch nicht von der Schulmedizin geschädigt waren. Ich kann gar keine genaue Zahl nennen, aber bis jetzt sind es Hunderttausende, wenn nicht Millionen weltweit, die es als Krebsmedikament nehmen. Das Internet ist voll davon. Was ist denn die Erfolgsquote von Chemotherapie oder Bestrahlung? Es gibt keine. Von 100 Patienten überleben vielleicht ein oder zwei. Wenigstens ist das hier völlig harmlos und es tut dem Körper auf vielerlei Art gut. Für mich ist es die einzig vernünftige Krebsbehandlung. Rick Simpson behauptet, er habe unzählige Menschen von Krebs geheilt. Wissenschaftliche Belege dafür hat er nicht. In Internetforen finde ich viele Berichte, nehme Kontakt zu den Patienten auf. Doch mit einer Journalistin will niemand sprechen. Um jemanden zu finden, der bereit ist, vor der Kamera über seine Erfahrungen zu berichten, muss ich weit raus aufs Land, nach Oberbayern. Denn so einfach wie Rick Simpson die Behandlung darstellt, ist es nicht. In Deutschland ist Cannabis nach wie vor illegal. Anbau, Besitz und Handel sind verboten und strafbar. Die Mutter von Christina Lenz leidet an einem unheilbaren Hirntumor. Sie ist erschöpft und schläft noch. Deshalb spreche ich zuerst mit Christina. Der Tumor ist jetzt Grad 4. Ja. Ein Glioblastum. Mhm. Und also schlechter als der erste Tumor. Das ist meist so, wenn das wiederkommt, dass es dann schlimmer ist. Mhm. Und für den ist die Prognose, die Langzeitprognose sehr schlecht. Mhm. Weder Christina noch ihre Mutter Renate wollen sich damit abfinden. Christina Lenz beginnt auf eigene Faust zu recherchieren und findet Hinweise auf Cannabis. Ein Freund, dessen Freund das über 2 Jahre genommen hat für Bauchspeicheldrüsenkrebs und dem sehr viel geholfen hat. Die haben halt viel davon geredet, das selber zu machen. Das habe ich mir am Anfang auch angesehen, aber das war dann... Also das, was ich gelesen habe, das sah teilweise recht gefährlich ausgesehen. Und außerdem auch die Herstellung an sich. Also 40 Pflanzen an. Naja, wenn es ihr nicht gut geht. Ja. Das war halt so, wie soll sie da noch nebenbei Cannabisöl herstellen und so. Dann findet Christina Lenz heraus, dass es in Deutschland verschreibungsfähige Cannabis-Medikamente gibt. Sofort wenden sie und ihre Mutter sich an die behandelnden Spezialisten. Also der Neurologe hat klipp und klar gesagt, er will damit überhaupt nichts zu tun. Mit dem Cocolores will er nichts zu tun. Hm. Die Onkologin, die war ja noch gemildert, die hat gesagt, sie hatte keine Erfahrung damit und will sich damit ja da auch nicht einlassen und befassen. Ja, dann haben wir weiter telefoniert hier, alle Ärzte in der Umgebung angerufen, die vielleicht mit Naturheilverfahren arbeiten. Ja. Und was haben Sie da für Antworten von den Ärzten? Ja, dass ich halt noch nicht krank genug bin und dass ich nicht genug Schmerzen habe. Schließlich findet Renate Lenz einen Arzt, der ein Cannabis-Spray als Palliativmedikament verschreibt. Gegen die Symptome der Chemotherapie. Wenn mir übel ist, dann hilft es mir eigentlich am besten. Morgens, wenn ich sprühe, dann meine ich, ich habe nicht so viel Pudding in den Beinen. Haben Sie ein bisschen Energie? Ein bisschen Energie, ja. Es gibt offensichtlich legale Möglichkeiten, Cannabis als Medikament zu bekommen. Aber viele Ärzte sind nicht bereit, es zu verschreiben. Nur knapp 600 Patienten erhalten in Deutschland reines Cannabis auf Rezept. Ich mache mich auf den Weg zu dem Arzt, der Renate Lenz das Spray verschrieben hat. 6 Stunden Fahrt hat sie in Kauf genommen, um nach Rüthen zu kommen. Dieser beschauliche Ort in Nordrhein-Westfalen ist zum zentralen Anlaufpunkt für Cannabis-Suchende aus der ganzen Republik geworden. Franjo Grotenhermann setzt sich seit Jahren für die medizinische Anwendung von Cannabis ein. Er leidet an einer seltenen Gefäßkrankheit und kann die meiste Zeit nur liegen. Das hält ihn nicht davon ab, täglich einen Patienten zu empfangen. Sonntags sogar 2. Für viele ist Cannabis die letzte Hoffnung.
Krebspatienten sind bereit, alles zu machen. Die schauen nach allem. Und wenn dann Grundlagenforschung zeigt, Cannabis kann günstig sein, dann wird es automatisch ein Thema. Und dann werden sich auch Leute finden, die sich hinstellen und sagen, mach das so und so. Auch der Hype um Cannabisöle, wie das von Rick Simpson, hat Franjo Grotenhermann längst erreicht. Täglich bekommt er E-Mails und Anrufe von Patienten, die darüber nachdenken, illegal dieses Öl herzustellen. Dabei ist dieser drastische Weg gar nicht notwendig. Man kann Medikamente verschreiben in Deutschland. Dronabinol, Sativex, Cannabidiol, also CBD. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich mache das auch häufiger als Zusatztherapie. Darf das jeder verschreiben? Ja. Die Frau Lenz musste ja jetzt fast 700 Kilometer zu Ihnen fahren, damit endlich ein Arzt ihr das Sativex verschreibt im Endeffekt. Ja. Also das Problem bei dieser Geschichte ist ja, ein normaler Onkologe kann das auch nicht guten Gewissens machen. Ein Krebsspezialist, ja, der muss sich ja auf irgendwelche Studien verlassen können. Und er kann jetzt nicht mit seinen Patienten anfangen, experimentell etwas zu tun. Ich sage den Patienten immer, wir machen jetzt ein Experiment. Ja. Es soll kein Experiment bleiben. Franjo Grotenhermann organisiert regelmäßig internationale Kongresse, denn er beobachtet weltweit wachsendes Interesse an der medizinischen Nutzung von Cannabis. Es gibt ja auch eine Dynamik in der Wissenschaft, ungeheure Dynamik. Ich habe mal geschaut, wie sich die Zahl der Publikationen entwickelt hat. Ja. Und es gab in den letzten 20, 30 Jahren eine Verzehnfachung zu dem Thema. Ja. Das heißt, diesen Hype gibt es nicht nur im Internet. Und es wird auch immer wieder was Neues entdeckt. Genau das suche ich. Wissenschaftliche Studien zur Wirkung von Cannabis. Die ganze Hoffnung von Patienten wie Renate Lenz basiert bislang nicht auf Fakten, sondern auf den Erfahrungen anderer Patienten. Kann Cannabis wirklich Krebs heilen? Rick Simpson ist fest davon überzeugt. Wissenschaftler suchen jetzt nach Beweisen. Der Schlüssel könnte in den Molekülen der Cannabispflanze versteckt sein. Mittlerweile weiß man, dass eine Pflanze über 100 Inhaltsstoffe enthält, darunter viele sogenannte Cannabinoide. Zwei davon sind besonders in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Zum einen Tetrahydrocannabinol. Dieses THC ist unter anderem für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich. Der zweite Stoff ist Cannabidiol. CBD ist kaum psychoaktiv, sondern wirkt vor allem entkrampfend und angstlösend. Und mit diesem CBD soll ein deutscher Wissenschaftler Krebszellen zum Platzen gebracht haben. Ich mache mich auf den Weg nach Rostock, zur Universität. Am Institut für Pharmakologie setzen die Wissenschaftler seit Jahren auch Cannabis ein. Zu Forschungszwecken, versteht sich. Einer von ihnen ist Burkhard Hinz. Der Toxikologe hat lange Zeit mit Schmerzpharmaka geforscht. Bei seiner Arbeit entdeckt er die vielfältige Wirkung von Cannabidiol. Sie haben eine antientzündliche Wirkung. Die Substanz wirkt gegen Übelkeit und Erbrechen einer Krebschemotherapie. Und sie besitzt darüber hinaus auch schützende Wirkung auf Nervenzellen. Doch wie wirkt CBD auf Tumorzellen? Krebszellen tarnen sich im Körper so raffiniert, dass unser Immunsystem sie nicht als Bedrohung erkennt. Das soll sich jetzt ändern. Cannabidiol unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Dennoch müssen auch Wissenschaftler die Substanz erst beantragen und bestellen. Sobald die Substanz am Institut eintrifft, stellen die Forscher daraus eine hochkonzentrierte Stammlösung her. Diese geben sie auf menschliche Tumorzellen. Nach 48 Stunden fügen sie menschliche Killerzellen aus dem körpereigenen Immunsystem dazu.
Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. In den Tumorzellen werden durch Cannabinoide bestimmte Oberflächenproteine hochreguliert. Und das führt dazu, dass an diese cannabinoid behandelten Tumorzellen verstärkt Killerzellen bilden. Und die führen zu einer Lyse, zu einem Zerplatzen der Tumorzelle. Durch den Cannabis-Inhaltsstoff CBD bildet sich auf der Tumorzelle ein Protein. Das sorgt dafür, dass die Killerzellen auf die Tumorzellen aufmerksam werden. Sie siedeln sich auf der Zelloberfläche an und zerstören diese. Die Zelle wird buchstäblich zum Zerplatzen gebracht. Und das ist nicht die einzige Wirkung von Cannabidiol. Es wirkt auch antimetastatisch, also im Laborversuch hemmend auf die Bildung von Tochtergeschwülsten. Und es hemmt auch den Vorgang der sogenannten Angiogenese, also der Gefäßneubildung im Tumor. Auch dieser Vorgang wird durch Cannabinoide über dieses Protein blockiert. Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse im Jahr 2014 sorgte für zahllose Anrufe und E-Mails an Burkhard Hinz. Krebskranke hoffen seitdem auf eine neue Therapie. Doch die Erfolge sind bisher auf Labore und Reagenzgläser beschränkt. Für viele Schwerstkranke unverständlich. Ich verlasse Rostock mit einem neuen Hinweis. Burkhard Hinz hat mich auf einen Kollegen und eine andere Studie aufmerksam gemacht. Ich suche einen Wissenschaftler, der die weltweit erste Studie mit Cannabis an Krebspatienten durchgeführt hat. Der Spanier Manuel Guzman ist im Internet ähnlich berühmt wie Rick Simpson. Er forscht in Madrid. Aber um mit ihm sprechen zu können, muss ich nach Sestri Levante in Italien. Ein malerischer Ort an der ligurischen Küste. Hier trifft sich im September 2015 die internationale Elite der Cannabisforschung. Ärzte, Wissenschaftler und auch Aktivisten sind gekommen, um über das Potenzial und die Möglichkeiten von Cannabis zu diskutieren. Einige von ihnen beschäftigen sich seit Jahren mit der vielseitigen Pflanze. Andere sind erst vor kurzem auf sie aufmerksam geworden. Ich treffe einen Bekannten. Franjo Grotenhermann hat die Cannabinoid-Konferenz vor 14 Jahren ins Leben gerufen. Und ich komme mit vielen Teilnehmern ins Gespräch. Alles dreht sich um Cannabis-Medikamente, legale und illegale. Als Pharmazeut muss ich darauf achten, dass die Qualität des Medikamentes Cannabis stimmt. Und unhaltbar ist natürlich, wenn die Patienten auf die Straße gehen müssen und sich irgendwelches dubioses Material besorgen. Da sieht man immer wieder, dass viele von diesen vermeintlichen tollen Extrakten noch nicht mal die einfachsten Qualitätsstandards einhalten können. Und das dann an schwerstkranke Patienten zu vertreiben, halte ich schon in Teilen für ein bisschen kriminell. Man muss den exakten molekularen Wirkmechanismus dieser Stoffe kennen, bevor man sie bei Krebspatienten einsetzt. So können wir neue, sehr wichtige Krebsmedikamente entwickeln, die die Metastasierung unterdrücken. Viele Experten sind sich einig. Als Palliativbehandlung gehört Cannabis in die Hände von Ärzten. Patienten sollten nicht selbst damit herumexperimentieren müssen. Mittlerweile sind Stunden vergangen. Ich habe mit vielen Fachleuten gesprochen. Zur krebsbekämpfenden Wirkung von Cannabis will sich jedoch niemand vor der Kamera äußern. Und Manuel Guzman kann ich nirgendwo finden. Dann, als der Tag fast vorbei ist, entdecke ich ihn endlich. Der Biologe wird ständig von Kollegen und Ärzten belagert. Doch er nimmt sich Zeit, um mit mir über seine Studie zu sprechen. Es waren 9 Patienten mit Krebs im Endstadium. Sie waren austherapiert und hatten nur noch wenige Monate zu leben.
Wir haben festgestellt, dass bei ein paar der Patienten tatsächlich eine tumorbekämpfende Wirkung einsetzte. Natürlich nur teilweise. Die Patienten sind alle gestorben. Aber ein paar von ihnen haben länger gelebt als erwartet. Manuel Guzman ist es wichtig, den angeblich bahnbrechenden Erfolg seiner Studie zu relativieren. Mit dieser Studie konnten wir zeigen, dass THC und andere Cannabinoide in normalen Dosen und Anwendungsformen für Patienten ungefährlich sind. Und vermutlich hat THC zumindest bei einigen Patienten tumorbekämpfende Eigenschaften. Das ist keine falsche Bescheidenheit von Manuel Guzman, sondern einfach der Sachstand. Dann begegne ich Nathalie aus Israel. Sie ist zur Konferenz nach Italien gekommen, weil sie persönlich betroffen ist. Die 38-Jährige hat Brustkrebs, unheilbar. Zurzeit ist der Krebs in Remission und es geht ihr ganz gut. Doch er kann jederzeit zurückkommen. Seit der Diagnose vor 2 Jahren bekommt Nathalie von ihrer Onkologin Cannabis auf Rezept. Sie sagt, es habe ihr Leben verändert. Nur ein Zug und ich will nicht mehr sterben. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Und die Schmerzen verschwinden einfach. Auch Nathalie recherchiert im Internet, findet die Patientenberichte, sieht die Videos und trifft eine Entscheidung. Ich gehe alle 3 Monate zur PET-Untersuchung. Nach dem letzten Mal hatte ich wirklich Angst. Meine Ärztin rief mich an und sagte mir, es sei alles in Ordnung. Da habe ich ihr gesagt, dass ich die Chemotherapie abbrechen werde und nur mit Cannabis weitermache. Ich will die Dosierung erhöhen und das Rick Simpson Öl probieren. Nicht sofort, sondern als Alternative. Genau, falls das hier nicht funktioniert. Die Chemotherapie könnte ihr Leben verlängern. Doch Nathalie möchte die Nebenwirkungen, die die Behandlung mit sich bringt, nicht länger ertragen. Akzeptieren bedeutet auch, dass alles passieren kann. Und alles passiert. Der Tod ist nur eine Möglichkeit. So wie ich jederzeit sterben kann, kann auch alles andere geschehen. Sehr nachdenklich gehe ich zum Kongress zurück. Der Vortrag eines israelischen Arztes reißt mich aus meinen Gedanken. In Israel, sagt er, ist sowohl die klinische Anwendung als auch die Forschung mit Cannabis an der Tagesordnung. Not because of doctor efforts. Es waren nicht die Bemühungen der Ärzte, sondern die der Patienten. Sie haben verlangt, dass Cannabis als Medikament legalisiert wird. Und diese seltene Situation macht Israel zu einem idealen Ort für die Erforschung und Anwendung von Cannabis. Inzestrelevante geht der Kongress zu Ende. Ich habe viele Experten getroffen, viele Meinungen gehört. Doch meine Recherche ist noch nicht zu Ende. Ilya Resnik hat vorgeschlagen, ihn in Israel zu treffen. Meine Überlegung: Wenn dort tatsächlich so viele Patienten von ihren Ärzten mit Cannabis behandelt werden, muss es auch Erkenntnisse zur Wirkung gegen Krebs geben. Kaum in Tel Aviv gelandet, erhalte ich schlechte Nachrichten. Ilya Resnik ist krank und darf das Haus nicht verlassen. Stattdessen gibt er mir die Adresse eines Patienten und drängt mich, diesen zu treffen. Dafür muss ich in eine andere Stadt.
Nach einer Stunde Fahrt erreiche ich Modiin, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Dann treffe ich Shlomi Sendak. Der 56-Jährige ist Israels bekanntester Cannabis-Aktivist. Vor ein paar Monaten fand eine Parlamentssitzung zum Thema medizinisches Cannabis statt. Ich war mit einem Patienten dort, der nicht genug Cannabis bekommt und am Ende des Monats immer ohne seine Medizin dasteht. Er sagte, im Moment kann ich weder essen noch schlafen. Ich ging zu ihm. Hier ist deine Medizin. Vor der Polizei, den Abgeordneten, den Journalisten und den Kameras. Shlomi Sendak ist seit vielen Jahren Schmerzpatient. Schon früh stellt er fest, dass Cannabis ihm am besten hilft und kaum Nebenwirkungen hat. Doch niemand nimmt ihn ernst. Vor 21 Jahren wurde ich ausgelacht. Dieser Idiot sagt, Cannabis ist keine Droge, sondern Medizin. Macht er Witze? Als nächstes erzählst du uns, dass wir mit den Arabern Frieden schließen. Es hat 16 Jahre gedauert, bis ich die Gesellschaft überzeugen konnte, dass Marihuana ein Medikament ist. Und heute bekommen in Israel 25.000 Patienten legal Marihuana. 25.000 Patienten und in Deutschland nur 600. Ich kann es kaum glauben. Shlomi Sendak kennt viele von ihnen und er hat eine weitere Erfolgsgeschichte für mich. In meiner Familie hat jemand einen Hirntumor. Der Arzt gab ihm noch ein halbes Jahr zu leben. Das war vor 3 Jahren. Und er hält sich mit Rick Simpson Öl am Leben. Und vielleicht hat er recht. Vielleicht haben wir wirklich schon das Heilmittel für Krebs. Auf jeden Fall sollten wir das weiter erforschen. Shlomi Sendak ist so gut vernetzt, dass er es mir ermöglicht, eine Cannabis-Plantage zu besichtigen. Am nächsten Morgen geht es los. Es geht Richtung Norden, durch die Berge und kleine Dörfer. 2 Stunden dauert die Fahrt zur Plantage. Der genaue Weg zur Plantage darf nicht gefilmt werden. Und auch der Standort ist geheim. Erst nach einer gründlichen Sicherheitskontrolle dürfen mein Kamerateam und ich die Plantage betreten. Hier stehen tausende Cannabispflanzen, die im staatlichen Auftrag für medizinische Zwecke gezüchtet werden. Auch in Deutschland will das Bundesministerium für Gesundheit in den nächsten Jahren solche Gewächshäuser aufbauen. Diese Sorte heißt Avideckel. Sie ist sehr bekannt, weil sie einen sehr hohen CBD- und niedrigen THC-Gehalt hat. Aus dieser Sorte extrahieren wir auch das reine CBD für Kinder, die das Grünzeug nicht konsumieren oder rauchen können. Die Cannabis-Erzeuger von Tikkun Olam haben ein eigenes Labor. Hier wird streng kontrolliert, dass die Zusammensetzungen der 15 verschiedenen Sorten immer gleich sind. Die Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Medikament immer gleich dosiert ist. In diesem Chromatogramm sind die Cannabinoide aufgeschlüsselt. Jeder Peak ist ein Cannabinoid. Das ist Cannabidiolsäure, das ist CBN, THC und THC-Säure. Und das nennen wir den Fingerabdruck. Wenn es jetzt plötzlich hier einen Peak gibt, sage ich, stopp, stopp, wir müssen das überprüfen. Die getrockneten Blüten, auch Marihuana genannt, kommen direkt in eine spezielle Apotheke im Herzen von Tel Aviv. Streng bewacht von einem Türsteher. Nur Patienten mit Rezept dürfen hier rein. Und ausnahmsweise heute auch ich. Im Minutentakt geht Marihuana über die Theke. Die Menge auf den Rezepten wird streng kontrolliert und eingehalten. In Israel bekommen die Patienten zwischen 20 und 200 Gramm pro Monat.
Jeder zahlt eine Pauschale, etwa 90 Euro, unabhängig, wie viel Gramm man bekommt. Marian Weisberg zeigt mir bereitwillig das Sortiment. Die Cannabis-Sorten, die hier ausgegeben werden, gibt es nur bei Tikkun Olam. Die Konkurrenzunternehmen züchten eigene Sorten mit eigenen Zusammensetzungen. THC- und CBD-Gehalt variieren je nach Erzeuger. Und auch die Patientenberatung unterliegt jedem Unternehmer selbst. Zuerst erfolgt eine Beratung durch unsere Krankenschwestern. Wir haben sie in der Anwendung von Cannabis geschult und sie bringen das medizinische Fachwissen mit. Die Firma stellt auch Kapseln her für Kinder und Patienten, die nicht rauchen wollen. Und auch ein Cannabisöl findet sich in dieser Apotheke. Mit verschiedenen Konzentrationen von CBD und THC. Für jeden Patienten muss das passende Medikament gefunden werden. Israel hat eine Situation geschaffen, von der viele deutsche Betroffene nur träumen können. Das Expertenwissen von staatlich kontrollierten Cannabiszüchtern und verschiedene Sorten Cannabis helfen schwerstkranken Patienten, die Symptome ihrer jeweiligen Erkrankung zu mildern, ohne kriminell werden zu müssen. Ich bin beeindruckt von diesen Möglichkeiten. Doch was ist mit der Heilung von Krebs? Wer kann davon berichten? Am nächsten Morgen fahre ich zum Sheba Medical Center in Ramat Gan. Es ist eines der größten Krankenhäuser im Nahen Osten. Über 1 Million Patienten werden hier jährlich behandelt. Als erstes treffe ich Itai Gor Arie. Er behandelt Schmerzpatienten und ist überzeugt von der Wirkung von Cannabis. Doch das israelische System macht ihm Probleme. Bei Paracetamol weiß ich, da sind 300 Milligramm oder 500 Milligramm in einer Tablette. Und da kann ich dem Patienten sagen, nehmen Sie das 3-mal am Tag. Hier in Israel kommt das Cannabis direkt vom Erzeuger. Und man weiß nicht, sind da jetzt 19% THC drin oder 3%? Ist das CBD bei 5% oder 1%? Für mich als Arzt ist das ein Problem. In den Kliniken bestimmt die Schulmedizin weiter den Alltag. Chemotherapie und Bestrahlung werden zuerst eingesetzt. Cannabis verschreiben die Ärzte als Ergänzung. Lange durften die Patienten es noch direkt im Krankenhaus konsumieren. Gesetzesänderungen verbieten das seit kurzem. Die Onkologin Ophir Moray kennt die Vorbehalte. Einige Patienten wollen es nicht nehmen. Sie haben Angst vor der Droge oder einer Abhängigkeit. Andere kommen rein, setzen sich hin und sagen sofort, ich will Cannabis. Ich glaube, dass mich das heilen wird. Ophir Moray betont, dass es sich bei der Verschreibung von Cannabis um ein reines Palliativmedikament handelt, das Nebenwirkungen lindert. Aus klinischer Sicht kann ich sagen, dass Patienten von Cannabis profitieren. Nicht nur bei neuropathischen Schmerzen, auch bei Übelkeit und Erbrechen. Ein besserer Allgemeinzustand. Hatten Sie schon mal einen Patienten, der mit Cannabis geheilt wurde? Nein, leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Selbst im Sheba Medical Center habe ich niemanden gefunden, der mir die krebsheilende Wirkung von Cannabis bestätigen will. Was kann diese Pflanze wirklich? Einem letzten Hinweis will ich noch nachgehen. Dafür fahre ich nach Haifa. An der Technischen Universität von Israel hat David Meiri einen Fachbereich gegründet, der sich nur mit der biologischen Erforschung von Cannabis befasst. Ihn interessiert das Potenzial der Cannabinoide. Wissen Sie, wenn ein Patient ein Rezept für Cannabis bekommt, geht er damit in die Apotheke oder zu den Cannabiserzeugern. Und dort bekommt er sein Cannabis. Das hier sind 4 verschiedene Sorten. Doch für den Patienten sehen sie alle gleich aus. Diese 4 Sorten haben unterschiedliche Zusammensetzungen, die alle ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Auf den Patienten und die Krebszellen.
Eine Sorte tötet die Krebszellen, die andere nicht. Und auch der Patient wird unterschiedlich beeinflusst. Das ist die nächste Stufe des Rostocker Versuchs. 10 verschiedene Krebsarten werden mit 10 verschiedenen Cannabisölen behandelt. Die Wissenschaftler wollen so herausfinden, ob außer THC und CBD noch andere Cannabinoide eine Wirkung auf Krebszellen zeigen. Und welche Rolle verschiedene Pflanzensorten dabei spielen. David Meiri präsentiert mir seine vorläufigen Ergebnisse. Das hier sind Darmkrebszellen. Darauf geben wir ein wenig Cannabisöl. Und Sie sehen, alle Zellen sterben. Hier wachsen sie noch. Und hier sind keine mehr. Mit der zweiten Sorte Öl genauso. Das gleiche bei den Prostatakrebszellen. Hier sehen wir reichlich Krebszellen. Das ist die Kontrollgruppe. Die erste Sorte Öl löscht sie vollkommen aus. Beim zweiten Öl verformen sie sich, sterben aber nicht ab. Die Öle 3 und 4 richten gar nichts gegen die Krebszellen aus. Gesunde Zellen besitzen die Fähigkeit zur Apoptose. Sobald bei der Zellteilung etwas schiefgeht, zerstört sich die Zelle sofort. Tumorzellen haben diesen Mechanismus verloren. Im Reagenzglas sorgen bestimmte Cannabinoide dafür, dass bei manchen Krebsarten die Apoptose wieder einsetzt und die Krebszellen sterben. David Meiri will jetzt herausfinden, warum das so ist. Wie nah ist er an einem Heilmittel gegen Krebs? Zuerst müssen wir verstehen, warum die Zellen sterben, was die Signalwege, die richtige Menge und die genaue Dosierung sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Und wenn Ihnen jemand etwas anderes sagt, ist das nicht richtig. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir brauchen einfach noch mehr Zeit, um das zu erforschen. Ein Heilmittel gegen Krebs habe ich auch in Israel nicht gefunden. Dafür ein staatliches Gesundheitssystem, das Ärzten und Patienten den Zugang zu medizinischem Cannabis viel leichter macht. Doch auch in Deutschland findet Cannabis langsam den Weg in die klinische Anwendung. Ein letztes Mal breche ich auf, um mit einem Arzt und seinem Patienten zu sprechen. Das Uniklinikum Homburg-Saar. Jasmine Klippel kommt seit Jahren mit ihrem Sohn Luca zur Kinderklinik. Hier behandelt der Palliativmediziner Sven Gottschling auch kleinste Patienten mit Cannabis. Nicht ohne persönliches Risiko. Mir kann es passieren, dass die Krankenkasse sagt, hier gibt es keine breite Datenlage dafür, das Medikament ist ohnehin nicht zugelassen. Wir holen uns das, was es gekostet hat, auch 5 Jahre später vom Arzt zurück. Bei Monatskosten von durchaus auch 500 Euro. Wenn Sie das jetzt über mehrere Patienten hochrechnen, über mehrere Jahre, zack, ist das Häuschen weg. Sven Gottschling macht trotzdem weiter, denn er sieht die positive Wirkung, die Cannabis auf seine Patienten hat. So auch beim 11-jährigen Luca. Der Junge leidet seit seinem 3. Lebensmonat an einem inoperablen Hirntumor. Wer ist denn eigentlich von Ihnen jetzt auf die Idee gekommen mit dem Tronabinol oder dass Cannabis eine Möglichkeit für den Luca ist? Waren das Sie oder war das der Herr Gottschling oder haben Sie sich da ausgedacht? Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Dr. Gottschling. Habe ich schon so ein bisschen ins Rennen geworfen, ne? Ja. Lange Zeit lebt Luca mit seinem Hirntumor fast wie ein gesundes Kind. Vor 1,5 Jahren verschlechtert sich sein Zustand plötzlich. Er hat einen Spastiken bekommen, hat Sensibilitätsstörungen, Taubheitsgefühle, Schmerzen, diese Übelkeit mit dem starken Erbrechen, ganz viele Sachen. Dann hast du ganz schön an Gewicht abgenommen gehabt, ne? Und das war so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, da war schon jede Menge andere Medikamente drin. Wir gesagt haben, jetzt probieren wir das mal mit dem Cannabis. Schon nach 2 Tagen geht es Luca besser. Das war so unser Wundermittel. So das einzigste Medikament in den letzten 10 Jahren, wovon er nur profitiert und keine Nebenwirkungen hat. Und lässt sich besser durchbewegen bei der Krankengymnastik, hat nicht so viele ziehende Spastikschmerzen.
Ja, früher ist mir immer so das Glas öfter aus der Hand gefallen. Und jetzt, wo ich dann so nicht mehr so, und dann fällt es mir nicht mehr so oft aus der Hand. Luca bekommt Dronabinol, ein synthetisches THC, dessen Dosierung langsam gesteigert wird. Vorsichtig frage ich nach Wirkungen auf Lukas Tumor. Wir haben jetzt mittlerweile seit rund, glaube ich, 3 Jahren keine Wachstumstendenz vom Tumor gesehen. Das bedeutet, dass jetzt auch unter dem Dronabinol seit einem Jahr sich da nichts verändert hat. Cannabis für Kinder? Jasmin Klippel muss sich gegen Vorwürfe wehren, ihren Sohn drogenabhängig zu machen. Ein Abhängigkeits- oder Suchtpotenzial würde ja nur dann bestehen, wenn irgendwelche Effekte eintreten, dass die Kinder davon high werden. Und dass sie dann sagen, boah, dieses Gefühl möchte ich wieder haben, ne? Ich möchte noch mal fliegen. Das kriegen die ja gar nicht bei uns. Also von dem her gibt es überhaupt keinen Wunsch, diese Substanz permanent zu konsumieren, weil sie tolle Effekte macht. Nein, die wirkt ja lediglich ein bisschen schmerzlindernd. Cannabis als Medikament ist noch immer mit Vorurteilen behaftet. Leidtragende sind die vielen Patienten, die von den Wirkungen profitieren könnten und deren Ärzte Angst haben, es zu verschreiben. Andererseits hält die Pflanze den Heilsversprechen bei Krebs, die im Internet verbreitet werden, nicht stand. Es fehlt schlicht die wissenschaftliche Grundlage. Die Forscher arbeiten daran, aber sie erwarten keine Wunder. Wir können doch nicht so naiv sein und glauben, dass Cannabinoide plötzlich jeden Krebs bei jedem Patienten heilen können. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich und natürlich wünschenswert ist, dass Cannabinoide in bestimmten Situationen wirken können. Also wir haben ja fast nur Grundlagenforschung zum Thema. Forschung an Tieren, Zellen und so weiter. Jetzt zeigt eine Studie bei einem Hirntumor, sehr aggressiven Hirntumor, dass ein Standardtherapeutikum, was man einsetzt, plus THC, plus CBD wirksamer ist als alle drei einzeln. Das ist ein Hinweis darauf, dass CBD und THC eine Standardchemotherapie unterstützen können, das Ergebnis verbessern können. Der nächste Schritt wird sein, alles viel genauer zu machen. Ein Arzt muss diesen Ergebnissen vertrauen können. Und das geht nur mit Wissenschaft. Heute, 4 Monate nach unseren Dreharbeiten, ist Nathalies Zustand stabil. Der Krebs hat sich nicht weiter ausgebreitet. Und auch der Tumor von Renate ist bislang nicht weitergewachsen. Sie kombiniert immer noch das Cannabis-Spray mit Chemotherapien. Lukas Zustand ist ebenfalls stabil.